Wir probieren es nochmal. Ja, da ist er wieder. Wir probieren es nochmal, indem er Start drückt. Oh, und es trotzdem immer noch laggt. Aber du siehst uns alle jetzt mal ordentlich. Oh ja. Du machst doch jetzt gerade oben rechts was, ne? Ja, und eine Münze geht mir auf den Sack. Aber die ist jetzt tot. Echt? Habe ich nicht gesehen. Aber du weißt, dass sie dich nicht mehr verfolgt. Ja, okay. Das ist richtig. Gut, ich habe jetzt bloß gerade die ganze Zeit Angst, dass du wieder woanders in anderen Sphären bist. Oh, ich bin schon wieder Game Over. Ah, wenigstens etwas, was du erkennst. Siehst du, die Medikamente haben gewirkt. Das ist doch schön. Aber es geht auch schon viel besser vom Empfang, ja. Ja? Also eben hat es noch ein bisschen geruckelt. Ah. Also, ja, okay, stimmt. Yay, Upgrade. Irgendwie eine komische... Wenn mein Vater da auch irgendwann schlafen geht, mein Vater schläft ja so tief und fest, dann kann ich auch meine Zimmertür offen lassen. Dann... Ich weiß gar nicht, ob ich tief und fest schlafe. Schläfst du tief und fest? Geht. Ich bin so ein Mittelding zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Meine Mutter hat einen leichten Schlaf. Bei dem leichtesten Knacken wacht die auf. Ich wach auf, wenn jemand im Raum ist oder sowas. Also wenn irgendwas passiert, was ich nicht zuordnen kann. Also wenn zum Beispiel, ja, wenn jemand in den Raum reinkommt, dann wach ich auf. Aber ansonsten schlafe ich auch ziemlich tief. Ja, also ich bin ja manchmal, also früher war das so, bin ich nachts manchmal aufgestanden, um aufs Klo zu gehen, ne? Ich habe den Lichtschalter betätigt von der Toilette und auf einmal wusste ich, meine Mutter war wach. Irgendwie im Bett hat sie sich gewälzt oder irgendwie kam so ein Geräusch und dann wusste ich sofort, meine Mutter ist schon wach. Ach so, weil sie aufgewacht ist durch deinen Toilettengang. Nein, sie ist einfach durch, dass ich den Lichtschalter angemacht habe. Also das Knacken des Lichtes so. Okay, das ist sehr empfindlich. Oh ja. Juhu. Nicht, wer alles alleine machen muss. Oh ja, du bist der King heute. Eigentlich bin ich der King, aber heute bist du das mal. Nein, du bist einfach nur der Patient, würde ich mal sagen. Ob nun psychologisch oder, eigentlich nur psychologisch. Och Mann, du stirb doch. Dein Leben hat doch eh keinen Sinn, Mr. Aufblobberner Blob. Hast du nur eine Bombe? Ja, ich habe nur diese eine Bombe, die sonst nichts bringt. Warte und... Nein! Wohl, hoffentlich geh hier rüber, komm. Ja. Und yay! Oh mein Gott, bitte kein Längs jetzt. Ich will meine fernbediente Bombe behalten. Deine Zeit war fast um. Oh, stimmt. Das war knapp. Das war echt knapp. Kurz vom ganzen Game Over. Wow. Wo sind die Leben? Och, scheiße. Och, Johannes, das kannst du doch nicht machen. Ja, ich muss die Leben wiederholen hier. Das werde ich jetzt tun. Ich habe meine Fuck. Hi. Du siehst das 7-1. Ja, vollkommen egal. Pressstart. Und immer gleich fehlen. Du bist jetzt wieder da. Es freut mich total. Ich bin sauer. Ich möchte meine fernbediente Bedienung haben. Oh, scheiß Münze. Hau bloß ab. Oh, schneller. Yippie. Hallo. Wie schnell ich bin. Guck mal, ich laufe. Ja, lauf, Forrest, lauf. Ey, sind alle Gegner tot? Wollte ich gerade sagen. What the fuck? Vielleicht für dich. Ich habe ja nichts gemacht. Ja, dann können wir den Spaß haben. Ich hab nichts gemacht. Man merkt, dass die Latenz aber höher gestiegen ist. Ah ja, für alle, wir haben die Latenz ein bisschen höher gemacht, damit wir gehofft haben, dass... Das Laggen weniger wird, aber das bringt gar nichts, außer dass mein Charakter zu spät reagiert. Das kenne ich irgendwoher. Wow. Mario World. So. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine Bombe mehr, das ist doch schön. Ja, und ich hatte einen Kick und den habe ich verloren, weil ich zu blöd war, die richtige Taste auszusuchen, mit der man kickt und... Weil du einfach nicht verstehen willst, dass es Leute auf der Welt gibt, die dich lieben und dich auch ohne Kick mögen. Aha. Und du sagst immer, ich brauche einen Kick, Papa. Und der Kick. Was war das denn für ein Mega-Leck hier gerade? Die Welt stand still. Soll das eigentlich, wenn man die verbindet, die Punkte, gibt es irgendwas? Warte. Mal die Augen zusammenkneifen. Oh, irgendwas Perverses. Hä, welche Punkte? Nein, die Teile, die hier rumlaufen. Ja, die ergeben bestimmt am Ende eine Form.
Oh mein Gott! Sushi Man hat einen. Upgrades, das ist ja wieder so typisch, ey. Hat einen fetten. Yay! Eine Bombe, ich kann nicht kicken. Oh Mann, ey, ich hasse dieses Spiel. Wir müssen bei den anderen Bombermans die Story machen, wo ich bestimmt besser bin. Oh, können wir machen. Wow! Aber wenn wir da dann plötzlich nicht unendlich Continues haben. Aber das machen wir dann, wenn die Lags aus der Welt geschaffen sind. Oh fuck, ich bin tot, weil ich zu gierig wurde. Das Upgrade. Das wollte ich haben, ja, deshalb. Da bin ich gestorben. Ich bin jetzt gestorben sowieso. Der ist schwer, weil er durchgeht und. Oh, guck mal, ich hab. Achso, der kriegt mal so einen Geist. Los, Mann, yay! Der bringt doch so gar nichts, Alter. Es würde schlimmer, das Laggen. Wir sind so Profis, wir sind IT-Profis. Yes! Ich hab ihn auf dich raufgehauen. Ich bin tot. Das war perfekte Mord, weil das sah aus als wie ein Unfall. Dass ich kann jetzt wieder ins Game rein, aber mach du das mal alleine. Ich hab nur so einen Kackbomben, Alter, die bringen gar nichts, ey. Das kannst du so dermaßen knicken wie DIN A4 Papier, gleich 6-mal. Ich bin wieder langsam, wie ein normaler Mensch. Oh, nein, ist aber ein Mensch. Aber halt wie so ein Loser. Oh Mann, oh. Yay, Power Shots, Mann. Was geht denn hier ab? Ich bin noch langsamer geworden. Ich hab nicht wirklich Power Shots. Wow, 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 wow. Los. Ah, dammit. Bats. Wie er Augen hat. So. Sehr gut. Komm. Also ist es bei dir auch so lahm und so laggy? Ja, immer so ein paar Sekundenabstände, also immer so ein paar Sekunden shit. Und dann auf einmal mega lag und dann. Das geht gar nicht. Oh, das ist total behindert, Alter. Ich weiß gar nicht, was das soll. Den Endgänger schaffen wir aber noch, komm, ja? Warte mal kurz. Das können die Leute ja ruhig sehen. Wir machen mal der Tenz doch wieder runter. Hier, wie ihr seht. Wir machen mal auf 3, wie es eigentlich normal ist, und auf Safe Data None. Keine Ahnung. Ja, lesen wir später durch, was es bedeutet. So. Das schaffen wir. Aber wir müssen wieder von dem. Ah, der Endgegner muss danach kommen. Okay. Hey, bis jetzt läuft's besser. Ja, bis jetzt. Mist, ich muss das natürlich sagen. Du hast gut reden, mein Freundchen. Ja, es lenkt ein bisschen ab alles, ja. Aber es ist ein lustiges Spiel. Dafür ist das erste Super Bomberman. Ich bin gespannt auf die anderen Teile. Oh ja. Die werden auch cool. Ja, das ist ja schon cool. Ich meine, es macht, es ist gute Steuerung. Wenn das Laggen nicht wäre, wäre es super. Ja, das Laggen ist ja das Problem. Ich hoffe, bei den anderen Bomberman ist es nicht so kacke, weil man nicht so viele Daten übertragen muss oder so. Keine Ahnung. Nein, also, als wir das letzte Mal gespielt haben, ging es doch auch flüssig und gut. Das liegt ja, einfach jetzt an. Dann hätte ich mir morgen das Kabel einfach und dann passt das. Jo, schon. Vorsicht. Oh, verdammte Scheiße. No. Ich habe ja morgen, wie gesagt, ne, habe ich ja keine Schule. Ich weiß nicht, wann die werden Zuschauer das sehen werden, aber heute ist Sonntag. Morgen habe ich keine Schule und dann kann ich mir das Kabel einfach holen und dann. Sehr gut. Machen wir das so. Du brichst also irgendwo ein. Ja, wow. Ich klaue es einfach beim lokalen Elektronikmarkthändler so. Nein, mache ich natürlich nicht, aber. Wow. Irgendwie ey, Bro, Digga, werd mal nicht so rot. Bam! Ich will! Ah! Yeah! Du klaust mir alle Upgrades! Ich töte alle Monster! Du klaust mir alle Upgrades! Siehst du, du kannst es auch ohne und ich kann es noch nicht mal mit. Wir haben mehrere Möglichkeiten, das schaffen wir jetzt, weil der ist eigentlich gar nicht schwer. Würde es nicht lecken, wäre es nicht schwer. Deshalb ist es eigentlich für uns so eine kleine Hard-Mode-Sache. Weil ja, du machst das Ding sowieso alleine. Ich leg meine kleine Bombe und bis die explodiert, ist es ja schon wieder Meilen weiter. Ich habe auch nur eine kleine Bombe. Nein, meine macht nur ein Feld. Ach so, warum? Weil du ein Sklave bist? Nein, weil du mir alle Upgrades wegschnappst, vielleicht. Ich bin doch auch schon ein paar Mal gestorben jetzt und Game Over gewesen. Du hast dann trotzdem Upgrades bekommen und die dann alle behalten. Ein Upgrade. Das krieg ich, du. Jetzt bin ich tot. Jetzt kriegst du das wieder. Siehst du, jetzt kriegst du das wieder. Oh, jetzt bin ich auch tot, weil ich zu gierig war. Siehst du, und schon wurde ich bestraft von Papa. Von meinem Papa. Das war der neueste, längste Lag. Ja, das war der längste Lag des Laggens.
In Lettland tanzen gerade die Menschen. Was? Hast du es mitgekriegt? Vorne ist Skype bei mir abgestürzt einfach. Wann? Solltest du mitgekriegt haben. Ja, vorne, als wir geredet haben. Und auf einmal stand dann Skype, Exe funktioniert nicht mehr. Und dann habe ich es neu gestartet. Und dann war ich auf einmal sofort wieder im Gespräch drin. Und du musstest mich irgendwie gar nicht annehmen oder so. Jo, dann, Skype hat drauf. Die wissen, wie das funktioniert. Bleib weg, bleib weg. Siehst du, wie er mal wieder hier hochkommen möchte? Aber ich lasse ihn einfach nicht. Was ist das, Zeit? Oh nein, ich lass mich selbst einfach mal töten. Oh, jetzt hast du die Zeit vernichtet. Papam, papam, papam. Die Leute in Leckland lecken sich die Ohren. Meine denn die Ohren schmecken nach Marzipan. So, wir haben uns gar keinen Namen für die Gegner ausgedacht, ja? Doch, das ist fetter Bouncy Ball. Nein, wir nennen ihn die Metallkirschtorte, weil er so eine Kirsche auf seinem Kopf hat. Ah, das hat aber Bomberman auch. Nein, das ist eine Himbeere. Ah, okay. Oh, verdammt, du hast recht irgendwie. Okay, warte, ein anderer Name. Ah, Bouncy McBounce. Der ist doch die ganze Zeit hin und her, hüpfen. Okay, wieder den Bouncy McBounce. Das erinnert mich auch so ein bisschen an MacGyver oder so. Ja. Der hat so viel Leben, dieser. Nur stirb mal, Bouncy. Das ist so ein Chuck Norris, ne? Der Chuck Norris, der Bomberman oder so. Aber Bomberman, das erinnert mich so sehr an Mega Man. Boah, ey. Muss ich irgendwie den Geist töten oder so? Da, Mega Bombe. Oh, pass auf. Hol dir nicht einfach leichtsinnig das Upgrade, sondern mach alles mit Bedacht, das wäre sonst gelacht. Ist er tot? Nein, er lebt noch, du bist nicht gut genug. Ist er tot? Ja, komm, ach komm jetzt. Ja, wir haben es fast geschafft, du hast es fast geschafft, meine ich natürlich. Woher weißt du das? Tot, wir haben es nicht geschafft, fail. Verstehen Gegner nicht, wie viel müssen wir ihn denn treffen? Das Lang ist irgendwie zackisch. Das Lang ist auch jetzt bei Skype da bei mir. Also ich höre dich ganz gut. Ja? Aber das höre ich, ich höre dich vielleicht auch mit dem Herzen. Haha, süß. Ui. Oh. Oder Mist hier. Ich will Gegenstände, das liebe ich am Bomber, wenn man Gegenstände bekommt und besser als andere, indem man von einer roten Bombe getötet wird. Ich hasse dich. Ich hol mir eine Karte vom... Ich bin doch so lieb. Vom Bücherladen hol ich mir eine Karte, da steht drauf, ich hasse dich. Ich würde dich bei Bomberman wegbomben und einschließen mit einer Bombe. Genau, lass uns doch mal Grußkarten erstellen. Grußkarten? Ja, das wäre eine coole Marktidee. Grußkarten mit Videospielbotschaften. Also bei Bomberman würde ich dich... keine Ahnung. Eine Bombe ankicken. Oder meine soll Bombe. Soll das ein Flirtspruch sein? Für Bomberman würde ich dich mit einer Bombe ankicken. Nö, eher im Gegenteil. Ach so. Ich hasse dich und deine Mutter. Es kommen immer zwei Münzen raus. Wenn diese blöden roten Bomben sich hinlegen und mal sich denken, oh, schlaf ich mal eine Runde. Oh, ich bin schon wieder tot. Ich hab da keinen Bock mehr. Ich kann das nicht. Stirb! Du machst dir alles alleine, Alter. Ich mach gar nicht, das ist das Problem. Ich bin auch tot. Ja, okay, das war Fail McFail, würde ich mal sagen. Ja. Fail of the Fails. Diese ganzen Daten hier bringen gar nichts. Wir schreiben mal was rein. Ich kann was schreiben. Hallo. Ken. Wir schreiben total uns gegenseitig übers Internet. Wir sind so cool. Hallo, Lecken. Oh. Wer bist denn du? Tina. Bist du denn auch süß und hot? Oh, welch zartes Alter.
Als ich 12 war, da wurde Jesus getauft. Von meiner Werte- und Normenlehrerin. Jesus stinkt nach Füßen. Füßen soll man grüßen. Oh, scheiße, amerikanische Tastatur. Ja, sogar so. Die neue Bravo. Ja, das war's dann mit Bomberman. Bis zum nächsten Part. Wir sehen uns. Ciao.